einen Kurs an der Volkshochschule bezahlen. Das ist Günther. Günther hat sich für einen Kurs an der VHS Leipzig angemeldet und möchte ihn nun bezahlen. Er fragt sich, wie er das am besten macht. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Er kann den Kurs in bar oder mit EC-Karte bezahlen. Er kann eine Rechnung bekommen oder eine Einzugsermächtigung ausfüllen. Das ist Marion. Sie zahlt den Kurs in bar. Am Servicepunkt in der VHS bekommt sie bei der Anmeldung eine Anmeldebestätigung. Darauf stehen die Daten zum Kurs und auch die Kursgebühr. Marion muss damit zum Kassenautomaten in der VHS. Auf der Anmeldebestätigung gibt es einen Barcode. Diesen hält sie an den Barcode-Leser. Der Automat zeigt die Kursgebühr an und Marion bezahlt mit Bargeld oder EC-Karte. Am Ende bekommt sie eine Quittung. Das hier ist Jutta. Jutta bezahlt den Kurs mit Rechnung. Sie bucht den Kurs, indem sie in der VHS anruft. Danach erhält sie per Post die Anmeldebestätigung. Ist der Kurs gestartet, bekommt sie die Rechnung per Post. Sie hat dann 14 Tage Zeit, die Kursgebühr zu überweisen. Dafür geht sie zu ihrer Bank. Dort gibt sie am Überweisungsautomaten die Daten der Rechnung ein und überweist die Gebühr. Wenn Jutta zu spät überweist, bekommt sie eine Mahnung. Dann fallen zusätzliche Kosten für sie an. Frau Lehmann von der VHS erklärt, dass es noch leichter geht, nämlich mit Einzugsermächtigung. Dafür müssen Kursteilnehmende ihre Kontodaten angeben und die VHS bucht das Geld vom Konto ab. Zurück zu Günther. Jetzt kennt er alle drei Möglichkeiten der Bezahlung. Er überlegt, ob er bar zahlt. Marion sagt, dass er so die Kontrolle über das Geld hat. Allerdings muss er dafür extra in die VHS kommen. Günther überlegt, ob er sich lieber eine Rechnung schicken lässt. Jutta sagt, dass er dann aufpassen muss, den Zahlungstermin nicht zu verpassen. Schließlich entscheidet er sich für die bequemste Variante. Er unterschreibt die Einzugsermächtigung. Er braucht dafür den Namen seiner Bank, die IBAN und die BIC. Während Günther zum Kurs geht, wird die Kursgebühr nun ganz automatisch von seinem Konto abgebucht. Er sieht auf seinem Kontoauszug, wann das war und ob die Summe stimmt. Fassen wir noch einmal zusammen. Es gibt für Sie diese drei Möglichkeiten, einen Kurs zu bezahlen. Bar am Kassenautomaten oder per Rechnung und Sie überweisen die Gebühr innerhalb von 14 Tagen. Oder Sie lassen die Gebühr von Ihrem Konto abbuchen. Suchen Sie sich die Variante aus, die für Sie am bequemsten ist. Wichtig ist, dass Sie pünktlich bezahlen. Gibt es eine Person, die Ihre Geldangelegenheiten regelt? Lassen Sie am besten die Rechnung gleich direkt an diese Person schicken. Und haben Sie noch Fragen oder ging Ihnen das zu schnell? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Servicepunkt der VHS helfen Ihnen gerne. Telefonisch erreichen Sie die VHS unter 0341 123 6000. Oder Sie schreiben eine Nachricht an vhs-service@leipzig.de.